Was geht YouTube? Test, I'm Test, Steve hier. Test, Test. Jetzt geht's weiter mit Test, dem Gameplay Commentary. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mit Steve Fit am Start. Ich habe euch ja erzählt im letzten Video zum Thema Tanzgeschichte und meine Vergangenheit, dass ich ein paar aus der alten Crew auf jeden Fall interviewen möchte. Und der Steve ist jetzt der erste von den dreien, die ich interviewen möchte. Punkt Nummer 1. Ja, erzähl mal, wie bist du denn zum Tanzen überhaupt gekommen? Noch Bruder. Da muss ich weit ausholen. Ich bin zum Tanzen gekommen. Ich glaube, mit 14 Jahren war das. Da habe ich mit meinem damaligen besten Freund Lukas. Grüße gehen raus. Wir haben mal alle möglichen Sportarten ausprobiert. Alles mal gemacht, aber war alles nicht so interessant. Irgendwann sind wir auf jeden Fall darauf aufmerksam geworden, dass an meiner Realschule, JGR, in Bensberg, da gab es so ein paar Hyopies. Die haben irgendwie immer so Videos auf Facebook gebracht und, ne, SchülerVZ, ach, oh mein Gott, SchülerVZ war das noch und YouTube, ne? Ja, MyVideo. Oder MyVideo war das, ja, genau, MyVideo. Ja, dann dachte ich so, boah, krass, ja, die sind da und dann auch so Aufführungen in der Schule gesehen und ich war halt noch voll der kleine Butschi. Und ja, immer voll bewundert und ich war früher halt voll der Fettsack, also richtiger Fettsack. Ja, keine Ahnung, dann habe ich die immer in der Schule trainieren sehen. Dann habe ich halt angefangen mit Luki zusammen, bei ihm im Keller oben und bei mir in der alten Wohnung. Im Wohnzimmer haben wir so angefangen, so Handstand zu machen und so Air Freeze und so richtig coole Sachen, die einfach gar nicht funktioniert haben. Irgendwann habe ich halt rausbekommen, dass es eine AG bei uns in der Schule gibt, aber das war mir irgendwie so, ja, ich war früher so voll schüchtern, obwohl es ging, ja, so relativ schüchtern. Und aber in der AG gehen, nee, ist nicht. Und dann habe ich irgendwann bei SchülerVZ den Daniel angeschrieben und habe ihm halt so voll den normalen Text geschrieben. So, hey, na, wie geht's? Bin der Steve, find euch voll toll, was ihr macht. Dann hat er mich aber, du hast mich, ne? Ja, ich habe ja, eingeladen, in die Krea zu kommen, zum freien Training und halt mit denen da zu trainieren. Man merkt aber, ich hatte noch gar keinen Plan so richtig vom Breaken. Nur immer so ein paar Videos bei YouTube geschaut und mit dem Luki halt immer so Handstand und so Sachen versucht und so Air Freeze. Ja, dann bin ich irgendwann mit dem Luki da hingefahren und dann ging's richtig los. Frage Nummer 2. Woher wusstest du, dass das Tanzen für dich persönlich so das Richtige ist? Schroll mal weg. Woher wusstest du, du hast ja eben auch gesagt, du hast viele Sportarten ausprobiert. Wieso bist du beim Tanzen geblieben? Woher wusstest du, dass das so dein Ding ist? Das wusste ich gar nicht. Es war einfach so. Also es war, als ich in der Krea war und als es immer weiterging, dass auch dann ich geblieben bin und dass es zum ersten Auftritt kam, war einfach so der erste Auftritt, das war einfach, ja, voll das krasse Gefühl, da auf einer Bühne zu stehen, vor, weiß ich, wie viele Leute standen in Bergisch-Gladbach. Lass es 100 Leute gewesen sein. Und das Gefühl, einfach da zu stehen und zu tanzen, obwohl das damals echt noch kein Tanzen war bei mir. War einfach geil, es war auch geil dieses, also ich habe, bei mir war das damals so, mit 14, 15 war das so, die ersten in meiner Klasse haben angefangen, Alkohol zu trinken und mal Drogen auszuprobieren und sowas, also jetzt keine harten Drogen wie Speed oder so, sondern halt kiffen und bei mir war das so, entweder ich wäre dann so mit den Gangsters gegangen und hätte halt diesen, das war für mich schon damals so langweilig, dieses, ja, ja, wir müssen so voll die Coolen sein, G-Star-Hose und so voll die Gangsters. Oder ich mache halt dieses aufregende Spannende mit Auftritten und jeden Tag 6 Stunden Training, da voll reingepusht und sowas in dieser Crew-Zusammenhalt. Ja, keine Ahnung, da habe ich mich einfach, wohlgefühlt. Du hast gerade schon das Thema mit der Crew angesprochen und dass du dich wohlgefühlt hast und so. Wie, ja, erstmal nicht. Ja, kannst du ein bisschen erzählen? Das ist, wie hast du das Leben in der Crew so als Gemeinschaft und so weiter wahrgenommen für dich? Am Anfang war es voller Rotz. Ich wurde nur gemobbt, vor allem von ihm, richtig. Von Marc wurde ich nicht so gemobbt. Marc hat mir Taktgefühl und so beigebracht. Also er hat mich mal versucht, so ein bisschen zu pushen. Aber jetzt nicht so auf die übelste Freundschaftsbasis erstmal, sondern eher so, ja, streng dich mal ein bisschen an und so, du Lappen. Emin hat mich komplett ignoriert, der hatte gar keinen Bock auf mich, der wollte nichts mit mir zu tun haben. Gut, dass ich letztes Jahr sein Trauzeuger war, Pisskopf, ey. Ja, keine Ahnung, irgendwann hat man sich kennengelernt. Bei manch, oder man hat dann gemerkt, zum Beispiel bei uns beiden, wir sind uns in vielen Sachen ziemlich gleich. Ja, dann sind halt Freundschaften entstanden und dann halt das ganze Crew-Leben. Man hat viele Sachen zusammen erlebt, Liverpool und sowas, wo man hingereist ist zusammen und so, das war schon... Was, welchen Stellenwert hat das Tanzen in deinem jetzigen Leben und ja, wie schaust du auf die Vergangenheit damals zurück? Hättest du vielleicht lieber doch ein bisschen mehr Party gemacht und mehr gesoffen mit den anderen Kollegen, die dann auf die andere Schiene gegangen sind? Noten, alles. Oder würdest du es alles nochmal so machen? Tanzen ist momentan bei mir, tanzen geht noch,
Aber richtig Breaken geht mittlerweile nicht mehr. Ich habe einen richtigen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule vom Tanzen und zwei kommende. Und deswegen ist halt damit sowieso komplett Schicht. Ich habe immer versucht, noch weiter zu tanzen, aber es hat halt auch schon mit der Arbeit teils aufgehört. Also ich bin immer wieder zum Training gegangen, zwar nur am Wochenende. Und dann merkst du halt einfach, wenn du älter wirst, dieses einmal die Woche trainieren mit einer Gruppe, das bringt es halt irgendwann auch nicht mehr. Und aber Stellenwert, also für mich ist so, ich glaube, an Videos oder an Sachen, die ansehnlich für mich sind, gibt es immer noch nichts Schöneres, als Tanzvideos zu gucken. Also ob es eine krasse Choreografie ist oder ob es ganz krasse B-Boys sind bei Battle of the Year oder sonstiges. Also es ist immer noch mega faszinierend für mich. Wie soll man sagen, also beim Tanzen ist einfach, da ist so viel Ausdruck dahinter. Ich meine, es gibt auch andere künstliche Arten, wo viel Ausdruck dahinter steht, aber beim Tanzen, weil ich es halt selber von mir kenne, steckt so viel krass dahinter. Ich habe auch angefangen, wieder einen Kurs zu geben, um das einfach Kiddies weiter zu vermitteln, die heutzutage alle nur noch irgendwelche komischen YouTuber kennen, die nachplappern, gar kein richtiges Deutsch mehr können und nur noch Fortnite spielen, dass die einfach mal was anderes lernen, so in Real Life bleiben und da mal ein paar coole Sachen lernen. Und so zum Tanzen, also was mich immer wieder, ich bin ja tätowiert und hier habe ich mir die drei Oberbegriffe vom Hip-Hop tätowieren lassen, also Liebe, Frieden und Einheit, Frieden, Liebe und Einheit, deswegen habe ich es mir tätowiert, dann habe ich mich mal daran erinnert, wie es richtig war. Und dieses, wie Tänzer zueinander sind, also so, die wirklich da drin leben und diese Kultur einfach und dieses Miteinander, wie die Menschen miteinander sind, das bleibt auf ewig einfach bei mir so, also das ändert sich nicht. Und wenn es so die Möglichkeit ergibt, ich war mit Emin letztes Mal im Krankenhaus vor ein paar Tagen. Wir sind einfach rausgegangen und haben angefangen zu breaken. Also so, zu breaken, ne? So wie es dann da jetzt für mich oder für Emin möglich war. Also einfach aus Spaß, aber einfach rumgetanzt und sowas. Also es gibt voll viele Leute, die auch immer sagen, ja guck mal, wir haben wirklich Montag bis Freitag jeden Tag nach der Schule 6 Stunden trainiert. Also wirklich 6 Stunden durchtrainiert. Und sind dann abends um 21 Uhr ab nach Hause, schlafen, Schule, Training. Noch kurz zum Dönermann, was gegessen, fertig. Ich glaube, wir haben bei mir fing es mit 14 an, 14 bis, oder vor 2 Jahren haben sie einen richtigen Stopp damit gemacht. Bis dahin hat man so viel Sachen erlebt, die hat keiner erlebt. Keiner, also keiner kann erzählen, boah, ich habe so viel erlebt in meiner Jugend, vom Feiern gehen her, weil ich habe mich mit dem geschlagen, weil ich da besoffen war. Oder haben wir da ein cooles Mädel geklärt, ist ja auch egal. Die Geschichten gleichen sich ja irgendwann, ne? Ja, also wir haben Sachen erlebt und uns wurden Sachen ermöglicht, die einfach für eine Jugend von einem Menschen echt krass prägend sind. Also sei es Zwischenmenschliches mit verschiedenen Kulturen, sei es diese Erfahrung vor, ich glaube unser größter Auftritt waren 20.000 Leute. Ja, ich glaube, ja, im Princess Park. Ja. Ich glaube vor 20.000 Leuten, das müsst ihr euch mal vorstellen, zu tanzen oder auch einfach nur auf der Bühne zu stehen, denen etwas, also eine Show zu bieten, dieses Gefühl, das ist halt nicht selbstverständlich, dass man das so in seinem Leben irgendwann mal erlebt. Und die Vergangenheit hat einen echt krass geprägt. Also es ist immer noch so bei uns, dass wir immer noch kreative Sachen machen müssen. Wir sind total in unserem Kopf immer voll im, wir müssen was Kreatives machen. Ob es jetzt bei Emin unbedingt Videoproducing ist mit Musikvideos, die er da noch raushaut, oder bei dir YouTube oder bei mir. Mal so, wenn er dann kapern will, sagt Bescheid, nein, Spaß. Also es ist sehr prägend gewesen. Es gab immer so Leute, die immer gesagt haben, das ist jetzt kein Push so für uns, die immer gesagt haben, wir wären voll anders, so voll komisch und sowas. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir eine ganz andere und vielleicht sogar viel mehr Entwicklung hinter uns haben. Ist jetzt dahingestellt, in welche Richtung. Was uns halt einfach jetzt so zu dem macht, zu dem wir, ja, der wir so sind und wie wir so sind. Ja, krass. Also ich glaube auch, dass gerade das Crew-Leben ein ganz anders zusammenschweißt, als das andere Jugendliche erlebt haben. Ich sehe das zum Beispiel bei meinem Bruder. So, der hat einen krass großen bekannten Freundeskreis, wie man es jetzt nennen will, ne? Aber das... Nichts Wahres oder was? Ja, da sind vielleicht... Ja, vielleicht kristallisiert sich das da noch raus irgendwie. Aber wir haben irgendwie gefühlt schon viel früher irgendwie alle Freunde aussortiert und nur die behalten, die für uns gepasst haben. Also ja, sehr extrem ausgegeben. Sagen wir mal so, wir haben auch, der Bekanntenkreis ist auch groß, aber so das, womit man wirklich, mit wem man wirklich was macht, das ist halt, was ich als krass ansehe, ist, und das habe ich durch andere Leute, mit denen ich zu tun hatte, mitbekommen, so eine wahre, ernsthafte, krasse Freundschaft, wo man wirklich für den anderen, also das ist nicht dieses, wovon immer alle labern, was aber keiner hat. Ja, ja. Das hat sich zum Beispiel jetzt bei Daniel, Emin und mir
weil wir einfach am meisten zusammen gemacht haben in dieser Konstellation, hat sich das so krass entwickelt. Wir sind seit 11, 12 Jahren, keine Ahnung, befreundet und wie richtige Pärchen, also, ne, hört sich jetzt komisch an, wir sind wie so ein richtiges Pärchen und wir, also, es ist egal, was ist und wenn es dann, wenn man 500 Kilometer für irgendwen fahren muss, man fährt das einfach, man macht das einfach und dieses, also wir beide haben uns schon wegen manchen Sachen in den Haaren gehabt, aber es ist immer noch alles so easy und alles cool, ne, wo andere Leute ihren Kontakt und bester Freund, ne, bist du Emin nicht mehr. Emin auch, ey, leck mich am Arsch, was war mit dem los? Emin hat sich viel geleistet, ja. Da hat er schon. Er muss aufpassen. Aber nee, jetzt mal Spaß beiseite. Also es sind, also das ist so dieses, ich weiß nicht, ob es an dem Crewleben lag oder ob es einfach jetzt an den Personen, ich will jetzt nicht sagen, dass es keine anderen Leute gibt, bei denen das so ist. Einfach diese Zeit, dieses viele Aufeinanderhocken, dieses viele, dass man sich wirklich kennenlernt, auch als Person, ist, Leute, aufgepasst. Es gibt einen Moment, den werde ich nie, ich kriege schon Gänsehaut, den werde ich nie vergessen, was mit der Crew zusammenhängt. Und zwar vor 8 Jahren ist meine Tante verstorben, hatte Krebs und ist verstorben. Und wir sind ins Krankenhaus gefahren. Da kann man ja dann noch runter in diese Abteilung, wo dann die Leute noch so tot liegen, um sie sozusagen zu verabschieden. Und wir sind hingefahren, also meine Eltern und ich sind hingefahren, waren da drin. Das war so für mich das erste Mal, dass ich jemanden wirklich tot gesehen habe. Und ne, Tante und Familie und mein Vater, also es war die Schwester meines Vaters. Mein Vater mega traurig, meine Mutter mega traurig, einfach alle mega traurig. Und es war halt, ne, vor 8 Jahren war ich da. So, und dann mit 17 sowas ist halt, geht so. Und ich bin auch raus, musste auch weinen und alles. Und dann hat meine Mutter oder mein Vater mich noch gefragt, ja, willst du jetzt noch zum Training? Und ich unbedingt. Und die Jungs wussten halt, was abgeht. Also sie wussten, wo ich bin, weil ich meinte auch, ich muss später kommen, bla bla bla, so und so. Und ich kam an der Krea an und hab so die Tür geöffnet und die Mucke lief schon. Und alle haben mich so angeguckt, aber keiner, nicht dieses, also wir haben uns immer sehr extrem manchmal begrüßt und sowas. Und alle haben mich einfach so angeguckt, aber mit so einem Blick. Mit so einem Blick, oh shit, Bro, so, ne, also fuck und so, und wurde dann easy begrüßt, Mucke wurde lauter gemacht und wir haben einfach angefangen zu trainieren wie die Wahnsinnigen, auch ich wie ein Wahnsinniger einfach trainiert und das ist einfach so, ich würde jetzt nicht sagen verarbeitet, aber für den Moment ist einfach für mich ertragbarer gemacht oder, ja, wie soll man sagen, ich weiß nicht, es war einfach, also das war so mit einer der krassesten Momente, wo ich gemerkt habe, was mir das Tanzen gegeben hat oder immer noch gibt, wenn ich jetzt ein bisschen rumsteppe. Das schon, ich glaube, sowas fehlt vielen Leuten einfach heutzutage, also nicht nur heutzutage, ich meine, wenn man nichts findet, was einem passt, okay, aber ich glaube ja, dass die meisten eher zu faul sind, irgendwas richtig durchzuziehen oder diese krasse Bindung da zu haben, aber wir hatten immer die Möglichkeit, egal was überhaupt Herzschmerz war. Selten, ganz selten. Ob es Herzschmerz war, ob es abgefuckt sein war wegen der Schule, ob es diese Situation mit meiner Tante war, wir hatten immer ein, ich mach mal so, gesundes Ventil, um das mit uns in so ins Reine zu bringen. Also es hört sich jetzt wieder blöd an, als würde ich die ganze Zeit Alkohol eingreifen. Also ich habe auch schon getrunken und ab und zu mal ganz selten vielleicht noch einheben. Aber sowas in Alkohol zu ersticken hilft für einen Moment, weil man es vergisst. Aber wir haben ja sozusagen den negativen Gedanken gehabt und auf den drauf trainiert. Ist schon sehr, 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 sehr viel wert. Für mich ist immer wichtig, dass wenn man irgendwas Negatives hat, das haben wir eigentlich ja immer so gemacht, ob das jetzt Breaken war, ob es später Fitness war. Wir haben immer aus den negativen Gefühlen irgendwas erschaffen. Ob das jetzt ja, ein besserer Körper war, weil wir total uns darauf fokussiert haben, ob das jetzt neue Moves waren, die wir gelernt haben oder eine Choreografie. Es ist halt meiner Meinung nach wichtig, ein Ventil zu haben, woraus man was Neues erschafft. Da kommt nämlich die nächste krasse Sache und zwar, als ich damals, ich habe angefangen, die Breakdance AG von ihm weiterzuleiten, als er in die Ausbildung gegangen ist. Und da hatte ich ja meine Kiddies, die haben alle angefangen zu breaken, aber ich war eher desinteressiert daran, denen irgendwas richtig beizubringen und eher selber trainieren. Und irgendwann kamen die auch zu Krea und dann hat sich das alles so entwickelt, hin und her, ist ja egal, wie die Story ist. Und dann gab es auf einmal, weil die anderen alle studieren gegangen sind, einer hat da eine Ausbildung gemacht, einer hatte nicht mehr so viel Zeit, gab es halt irgendwann Chapter 2 sozusagen. Ja, und das waren im Endeffekt alles, oder ein Großteil war davon meine alten Kiddies, die ich angefangen habe zu trainieren. Auf einmal war das so, Daniel hat damit angefangen, Chapter 2 zu gründen, und irgendwann bin ich wieder regelmäßiger zum Training gekommen, wollte wieder mehr breaken. Im Endeffekt war es dann so, dass wir so wie so Daddys da rumgelaufen sind und wir hatten Kiddies, und bei ihm ist es ja jetzt immer noch so, obwohl das jetzt keine Kiddies sind. Nein, nicht mehr. Alkoholiker. War das einfach so, wir hatten unsere Kids, ich nenne die auch immer noch meine Kids, wo die alle mittlerweile 18, 19, 20 sind, hatten unsere Kids und haben alles, was wir gemacht haben oder gelernt haben, immer irgendwie an die weitergegeben. Auch dieses Gefühl, dass da man züchtet eine neue Crew heran und dieses,
es ist einfach ein krass erfüllendes Gefühl und auch dieses, da war es halt wieder dieses Crew zusammen, man hat immer was zusammen gemacht. Es gab für jeden, wenn er Geburtstag hatte, also das habe ich zu meinem Geburtstag bekommen, bin ich 22, 21 geworden, gab es für jeden immer eine kleine Überraschungsfeier. Ich glaube, das Video von meiner Überraschungsfeier ist ein Excellent-Kanal. Ich fand halt, man hat halt so ein bisschen gemerkt, die Kids, die wir so von jung an bei uns hatten, die waren einfach mega dankbar für das. Ich glaube, das war denen gar nicht so bewusst. Oder ist denen vielleicht auch jetzt noch nicht so krass bewusst, ich weiß es nicht. Aber solche Gesten wie, dass sie dann sowas organisieren und so weiter und so fort, das ist einfach ein krasses Gefühl, wenn du das so weitergegeben hast an eigentlich ja fremde Leute, fremde Kinder und du hast die so krass geprägt und das halt alles mit der Kunstform Tanz. Ja, das war das kurze Statement mit Steve. Checkt doch mal seinen Instagram-Kanal ab, wenn ihr ihn kontaktieren wollt wegen irgendwas, was auch immer. Schreibt ihm ruhig. Ladies, ne? Ladies, er ist noch zu haben, ist Single. Ja, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin gespannt, wer sich als nächstes bereit erklärt. Also entweder ist es Marc oder Emin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.